Okay, hello is the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrot. 20 Jahre Pokémon. Da habe ich mir gedacht, gehen wir dann noch einmal mit Ash auf Reisen. Da stehen wir auf Reise. Ich habe einen N vergessen. Nein, wir gehen auf Reise. Wir gehen auf Reise, das reicht. Wir werden die schönsten Abenteuer noch einmal bestehen. Und wir werden uns darauf vorbereiten, dass dieses Jahr hoffentlich noch Sonne und Mond erscheinen werden. Ich selber spiele auf meinem DS, also meinem 3DS derzeit auch noch X und auch Alpha Saphir, da mein DS aber noch keine Capture-Karte hat. Habe ich gedacht, spiele ich mit euch nochmal die Anfänge von Pokémon. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, 1999, da habe ich Pokémon zu Weihnachten bekommen. Pokémon Rot war es auch. Und es war einfach super, sich wie Ash zu fühlen und Pokémon zu fangen. Und genau das werden wir jetzt auch nochmal wieder machen. Wir werden mal jetzt hier Start drücken. So, wir melden natürlich ein neues Spiel anfangen. Drücken wir... Achso, man sollte auch den richtigen Knopf drücken, dann hilft das auch. Ja, wir wollen ein neues Spiel anfangen. Ja, da wird nochmal alles erklärt natürlich. Weil die sich das durchlesen wollen. So. Die Welt, in die... Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird ein Abenteuer. In dem du ein Held bist. Rede mit Leuten und überprüfe Dinge. Wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen Herausforderungen und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Naja, werden wir das mal tun. Wir werden jetzt immer einen A-Knopf drücken. Oh, Professor Ash. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Ach, Professor Ash habe ich gesagt, ne? Natürlich ist es Professor Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere und andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Naja, wir sind ein Junge. Wie lautet dein Name? Unser Name ist Ash. Ash Capture aus Alabastia. Ich hoffe, Ash wird so geschrieben. Aber ich glaube schon. Genau. Dein Name ist also Ash. Ja. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war gleich noch sein Name? Ich vergesse den immer, weil ich alt bin. Gary war sein Name. Ach ja, Gary. Es lag mir auf der Zunge. Ash. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Gefahren. Und Geheimnisse gibt's auch noch. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. So, und da sind wir ja auch schon mitten in dem Spiel drin. Ist ja auch lustig hier. Wie sich das verschiebt.
habe ich jetzt alles eingestellt dafür. Das habe ich gar nicht gewusst. Ist das immer so? Aber wahrscheinlich ist das jetzt nur hier so, weil wir in einem Haus drin sind. Ah, deswegen gibt es hier so schwarze Stellen. Ist ja lustig. Ich habe rechts übrigens, das kann man jetzt gleich sehen, wie wir draußen sind. Weil jetzt hier wird man es nicht erkennen können, dass rechts eine kleine Stelle schwarz sein wird. Da werde ich dann immer die Pokémon zeigen, die in unserem Team drin sind. Zwar auch nicht alle sechs, weil eins wird sowieso immer dabei bleiben, nämlich das Starter-Pokémon. Aber fünf, die wir halt auch noch dabei haben werden, das kann natürlich auch mal ein Starter-Pokémon sein. Wenn wir das gerade nicht spielen, dann steht das da auch mit drin rechts. Dann gehen wir erstmal zum PC. Was wollen wir denn an dem PC machen? Wir wollen Items mitnehmen, weil ich kann mich vage daran erinnern, dass hier ein Trank, der habe ich da gestern noch reingepackt, den wollte ich eigentlich mit auf Reisen nehmen. Und bevor wir gehen... NES spielen wir, aha. Das ist aber sehr lustig. Ich dachte, ich hätte schon Super Nintendo gehabt. Oder war es... War schon N64? Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht hatte ich auch schon eine Wii. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach nur gedacht, ich möchte mal wieder alte Spiele spielen. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Ja gut, dann gehen wir doch mal gleich hin. Haus von Gary Eich. Hallo, Edge. Wartet in Opas Labor. Gary wartet in Opas Labor. Ich hoffe, also ich kann nicht alles stimmen. Ich versuche das ab und zu mal hier und da. Freut euch vielleicht. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm Pokémon. Ich bin auch Professor Eichs Assistent und studiere mit ihm Pokémon. Professor Eich ist ein Kapazität auf dem Gebiet. Eine Ikone. Professor Eich ist eine Ikone auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Hallo Ash, du bist gar nicht da. Tja, wo ist er denn nur? Wo kann er sein? Tja, wo ist er denn? Ist er vielleicht da? Warte! Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben, Holmgrass. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Opa! Ich will nicht lange warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr sollt ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Ash. Dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Die anderen habe ich verscherbelt, weil ich musste Rechnungen bezahlen. Die Stromkosten sind immens teuer. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle es aus. Halt, Opa! Und was mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Aber das letzte, das brauche ich für die nächste Telefonrechnung. Ja, das. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Bisasam. Es ist leicht zu trainieren. Möchtest du Bisasam haben? Das Pflanzen-Pokémon? Nein.
möchten wir Shiggy. Es ist auch leicht. Es ist das Training wert. Möchtest du das haben? Er fragte das. Weiß ich nicht. Machen wir gleich. Glumanda. Ich finde ein Glumanda und Glurak Feuerrot ist schon schön. Ich weiß ja auch nicht. Welches soll ich nur nehmen? Möchte ich Glumanda haben? Wegen Feuerrot bietet sich das ja eigentlich fast an. Es wird hart werden mit Glumanda. Es wird so hart werden. Die ersten zwei Orden sind so hart. Der Steinorden, das heißt, man muss schön trainiert haben. Und auch der Wasserorden. Vielleicht finden wir ein Pikachu im Wald. Ich hoffe es mal. Dann, das ist leider unmöglich, aber... Nehmen wir Glumanda. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Ash hält Glumanda. Möchte ich Glumanda einen Spitznamen geben? Eigentlich nicht. Ich nehme dieses hier. Ich glaube, ich verwechsel gerade die Stimmen von Eich und Gary mal ein bisschen. Naja, naja. Ich hoffe, das legt sich. Mein Pokémon sieht viel stärker aus als deins. Edgy Badgy. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Tja. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Im Menü kannst du unter Sichern deinen Spielstand abspeichern. Warte, Ash! Lass uns kämpfen! Unsere Pokémon testen! Wir wissen, ob meins wirklich besser ist! Komm schon, ich fordere dich heraus! Eine Herausforderung von Rivale Gary. Shiggy wird von Rivale Gary in den Kampf geschickt. Glumanda! Mach das komische Shiggy fertig! Oh Himmel! Oh, um Himmels Willen! Aufdringlich wie immer, dieser Rucker Gary. Ash, es tut mir so leid, aber er ist ein Hitzkopf. Ash, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn ein Trainer mit ihrem Pokémon gegeneinander kämpft. Sonst wäre es ja auch kein Pokémon-Kampf, sondern ein Abenteuerwettbewerb. Der Trainer, dem es gelingt, Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er die KP auf Null bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Okay, wir setzen Katze ein. Dem Gegner Schaden zu zwingen ist der Schlüssel zum Sieg. Meine Verteidigung sinkt, ich kann den Angriff senken. Oder einfach weil er mit Kratzer angreift. Oh Mann. Haben wir auch schon wieder Probleme hier. So. Aua. Schön ist, wir sind schneller. Alles oder nichts. Setze Kratzer ein. Danke, schön, Glumanda. Aber wir werden ins 13, das ist... Ja.
Angriff, ja. Verteidigung. Unglaublich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht! Grandios! Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so dein Pokémon. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Vor allem sie, weil ich habe schon zwei. Das eine habe ich noch nicht eingesetzt. Ash, Opa, wir sehen uns später. Komischer Kerl. So. Edge, du sollst eine kurze Pause einlegen. Und ein bisschen schlafen. Bevor du auf die weite Reise gehst. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Ich liebe dich. Komm bald wieder. Tschüss. So. Ja, hast du toll gemacht, kleines Mädchen. Wirklich toll gemacht. Also ich will jetzt auch nicht jeden vorlesen, glaube ich. Es ist manchmal echt, weiß ich auch nicht. So, aber bevor wir in das hohe Gras gehen und kämpfen werden, sage ich an dieser Stelle auch schon wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.